Vorurteil, dass Amerika monolithisch einheitlich ist. Das heißt also, dass jeder, dass man meint, das, was man jetzt gerade von Amerika wahrnimmt, ob das jetzt also meinetwegen die imperiale Politik von George Bush ist oder die Tatsache, die also Michael Moore anprangert, dass die Amerikaner mehr oder weniger ohne Gesundheitsvorsorge leben müssen oder was auch immer, dass man das sozusagen dann für Amerika nimmt und nicht sieht, dass Amerika also sehr viel breiter gefächert ist. Aber der entscheidende Punkt, der noch darüber hinausgeht, ist für mich der, dass wir Amerika eben als einen Teil von Europa sehen oder sozusagen wie Europa sehen und nicht wahrnehmen können oder wollen, dass Amerika eine völlig andere politische Kultur und auch eine völlig andere Gesellschaftskultur hat. Ja, das, erstens, wenn ich das nur noch mal kurz erklären darf, das ist ja nicht etwas, was die Amerikaner sich sozusagen ausgesucht haben, sondern was sozusagen ihr Schicksal geworden ist. Ja, es gab eben kein Government in dem Sinne, vor allem für die Siedler nicht, aber selbst die ersten Kolonisten, die nach Amerika kamen, auf der Mayflower, haben schon angefangen zu sagen, wir organisieren uns selbst. Das heißt also, es ist eine Urerfahrung der Amerikaner. Es ist eben nicht etwas, wo man gesagt hat, was machen wir denn jetzt, Regierung oder Community, sondern so ist es halt eben. Und diese Urerfahrung, die hat sich eben auch im Laufe der ganzen Geschichte dann wirklich eingegraben in das Selbstbewusstsein der Amerikaner. Was bringt es für Vorteile? Es ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Vorteil der, dass die Bürger sich viel stärker selbst verantwortlich fühlen, auch für das politische Geschehen, dass sie politisch aktiver werden und dass es eben diesen Unterschied, den es bei uns gibt zwischen der Zivilgesellschaft und der politischen Gesellschaft, dass es den in Amerika nicht gibt. Die Community, die sich selbst organisierenden Communities oder Organisationen sind gleichberechtigt mit den etablierten, institutionalisierten politischen Organisationen. Es ist praktisch schon so, ohne jetzt den Amerikanern praktisch das einzige Geburtsrecht zuzuweisen, das aber doch kommt vor allem schon mal die Idee der NGOs, wie ich das eben gesagt habe, weil sich die Zivilgesellschaft sozusagen gleichberechtigt fühlt mit den politischen Institutionen, dass die Idee der NGO und auch das Selbstbewusstsein der NGOs, dass das also schon aus Amerika kommt. Natürlich ist es gut, dass wir das bei uns aufgegriffen haben. Wir sind ja auch nicht so unbeleckt von demokratischen Ideen und auch von einem demokratischen Selbstbewusstsein. Aber wir können sehr viel oder wir kriegen sehr viele Impulse und sehr viele Energien auch von den Amerikanern. Das Wichtigste vorab ist, dass wir Amerika nicht mit Europa gleichsetzen können, insofern als Amerika in dem Sinne nicht so ein säkularer, laizistischer Staat oder eine Gesellschaft ist wie Europa, dass sich sozusagen in schweren Kämpfen von der Kirche, die ja lange Zeit eben auch Staatskirche war, freigemacht hat. Das gab es alles in Amerika nicht. Es gibt viele Gründe, warum die Religion in Amerika so stark ist. Einer, den man nie vergessen sollte, ist, dass Amerika eben alles in allem auch eine ganz junge Nation ist und eben nicht 2000 Jahre für eine durchgehende Religion bestimmte Geschichte auf dem Buckel hat, sondern im Grunde genommen erst die letzten 300-400 Jahre, dass sie wirklich von Grund auf neu angefangen haben, also über den großen Teich gegangen sind. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass die Religion in dieser neuen Welt, in dieser völlig neuen Welt, wo es keine Bindung, keine Tradition, kein gar nichts gab, dass in dieser Welt die Religion das einzige, die Menschen verbindende Bindeglied war, dass diese Tradition eben auch bis heute noch eine Bedeutung hat. Dann kommt als Drittes hinzu, dass die demokratische Kultur und die religiöse Tradition, dass sie sozusagen eine Einheit darstellen. Also die Religion war
sozusagen die Unterfütterung der Demokratie. Also die Demokratie hat dieselben Grundideen wie die christliche Moral. Und das als letzter Punkt, den man nicht hoch genug bewerten darf, ist die Tatsache, dass die Kirchen immer frei waren. Und von daher eben sozusagen auch sich frei schwimmen mussten und von daher halt auch irgendwo sozusagen Marketing betrieben haben, um halt überleben zu können. Und das hat die Kirchen und damit eben die Religion in Amerika so stark gemacht. Wir nähern uns Amerika an, was aber eben nicht unbedingt jetzt als eine Imitation nur zu verstehen ist, sondern es ist einfach so, dass wir den Prozess, den Amerika teilweise schon vor 200 Jahren vollzogen hat, nämlich modern und demokratisch zu sein, also demokratisch im Sinne von sich selbst verwaltende Gesellschaft, dass wir diesen Prozess eben jetzt nachvollziehen, und zwar nicht nur jetzt in institutioneller Hinsicht, sondern auch kulturell, gesellschaftlich, dass die Menschen hier in Europa einfach individueller werden, selbstbewusster, unabhängiger, antiautoritärer und so weiter. Und insofern nähern wir uns Amerika an, müssen aber eben vorsichtig sein, dass wir nicht alles übernehmen von Amerika, was dort funktioniert und aber auch nur dort gelingen kann. Und ich bin also, sagen wir mal, ein etwas Negatives. Wir dürfen auf keinen Fall das amerikanische System der völlig freien Marktwirtschaft übernehmen, sondern wir müssen schon unseren Wohlfahrtsstaat im Kern behalten. Wenn wir nicht diese Unbekümmertheit, diesen Optimismus, diese Selbstständigkeit und auch diese Rücksichtslosigkeit gegenüber Rückschlägen haben, wie wir sind einfach auch daran gewöhnt, dass es eine Rückfallposition gibt, dass es einen Staat gibt, der für uns sorgt. Auf der anderen Seite können wir aber von Amerika sehr gut lernen, noch viel selbstbewusster gegenüber den Autoritäten aufzutreten und also auch uns bewusst zu machen und auch dann aktiv zu werden, dass Demokratie eben nicht Verwaltung durch meinetwegen gewählte und absetzbare Politiker ist, sondern dass Demokratie bedeutet, sich selbst um die eigenen Belange zu kümmern und in der Politik aktiv tätig zu werden.